So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu unserem Video zu Unter Schock. So eine kleine Krimireihe von Moses, die wir zwei gespielt haben, nicht miteinander. Mhm. Ich habe die im letzten Jahr solo gespielt, die ersten beiden Teile. Du hast das, glaube ich, alle drei Teile am Stück zu viert gespielt. Genau, wir hatten eine Vierergruppe tatsächlich dafür. Ja, und also Krimispiele gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Jeder Verlag bringt seine eigene Reihe raus. Exit-Spiele, Krimispiele. Moses hat da relativ viele von rausgebracht, weil das auch so die kleine Schachtelgröße ist. Und so Spiele, die man klassischerweise bei Moses sieht. Die sind ja oftmals unterschiedlich gut. Mhm. Und jetzt natürlich die große Frage, ohne viel zu spoilern, lohnt sich das? Ist das cool? Kann man sich das kaufen? Das Ding kostet ja erstmal nicht so wirklich viel. Ne? Das sind irgendwie so 10, 12, 11 Euro. Genau. Ich glaube, ich habe das hier auch gerade auf. 50 steht hier gerade hinten sind, drauf. Aber, genau. Ja, für 12 Euro da kriegt man es im Laden. Und es sind drei Fälle drin. Mhm. Das heißt, man zahlt so 4 Euro pro Fall ungefähr. Ja, genau. Ein bisschen ist dann natürlich langsam mal die Frage, ist das dann überhaupt noch irgendwas interessant oder hat das dann so, sag mal, so Ü-Ei-Charakter? Ne? So aufmachen, ansehen, wegschmeißen. Ne? Das wäre natürlich super schade. Von diesen Spielen halt, wie Ben sagt schon, es gibt unglaublich viel. Ne? Wenn ihr einfach mal in den Spieleladen reinguckt oder in den Buchhandel reinguckt, wie von diesen Spielen da liegen, gefühlt jeder, der irgendwas mit einem Krimi mal geschrieben hat, baut da jetzt ein Spiel draus. Ne? Und klar, das sind natürlich auch so ein bisschen so Wegwerfartikel im schlimmsten Fall. Oder wenn ihr es dann machen wollt, gebt ihr sie dann halt zumindest weiter. Und darum verbraucht man davon natürlich auch viele. Aber ist die Frage, sind sie denn halt irgendwie auch interessant genug? Entweder haben sie eine gute Story und oder haben sie eine gute Mechanik, wie man da halt was macht. Apropos Mechanik, um mal gleich ein bisschen Neugier zu schöpfen. Mhm. Ich habe jetzt das gespielt und habe jetzt irgendwie Lust, so Seven Wonders Duel zu spielen. Ja, das wie kommt kann das ich denn? Mir vorstellen. Also, ihr habt hier drei Fälle, die sollen alle so um die 20 Minuten dauern. Mhm. Und das funktioniert auch. Ich würde sagen, schon ein paar Minuten länger, weil man auch ein bisschen darüber reden soll und sowas. Aber als erstes kriegen wir natürlich die Informationen, und zwar kriegen wir einmal Beweise und wir kriegen Aussagen, denn wir sind ein Ermittlerteam oder unterstützen irgendwen, der ermittelt. Ne? Das heißt, wir kriegen halt schon vorgefertigte Sachen. Genau, Karten, und die Karten liegen halt so wie bei, wenn ihr Seven Wonders Duel kennt, einfach aus, dass ihr so Karten rein habt, ihr liegt oben 5 Karten hin, darunter 4 Karten, die halt überlappen und dann habt ihr halt so ein paar rein und ihr dürft euch halt die untersten Karten angucken und nur wenn auf einer Karte keine anderen Karten mehr liegen, dürft ihr euch die angucken. Das ist schon mal ganz nett. Das ist schon mal ein neues System, das kennt man schon mal so ein bisschen fluffig ist. In solchen Spielen. Genau, und vor allem sehe ich auch nicht nur verdeckte Karten, sondern ich sehe auch noch, wo liegen die Beweise. Genau. Und wo liegen Aussagen von den verschiedenen Personen, denn auf den Rückseiten, die ich sehe, sind halt die Personen angegeben. Genau, ihr seht gerade so ein Foto eingeblendet, wo man das so aufbaumäßig sieht. Und das ist auch ganz spannend. Es gibt hier auf der Anleitung hinten so eine Skala drauf, die jetzt sagt, diesen Fall löst ihr ihn und habt noch 10 Karten da liegen von diesen ganzen Karten für den Fall. Dann seid ihr die Oberspitze Ermittler. Liegen da aber noch 6 bis 9 Karten, dann seid ihr die Superdetectives. Das heißt, man will eigentlich schon noch immer 10 sagen, okay, wir wollen da 10 Karten liegen haben. Und dann guckt man halt auch so ein bisschen, oben links in der Ecke ist irgendwie Petra und oben rechts in der Ecke ist irgendwie Richard. Wollen wir jetzt eher mehr über Richard wissen oder mehr über Petra? Und wobei dann die Karten natürlich total zufällig sind. Es wird einfach zufällig ausgelegt. Genau, das heißt auch die, ihr wisst auch nicht, wo jetzt die guten Hinweise sind. Genau. Die können am Anfang gleich kommen oder ihr könnt halt nur überlegen, ne, ist es jetzt so nach dem, was wir vielleicht so bis Mitte des Spiels wissen, wollen wir es wirklich versuchen, mit 10 Karten zu schaffen? Und bei wem denken wir, kriegen wir die wichtigen Infos und wen können wir vielleicht ein bisschen außen vor lassen? Je nachdem, wie die Karten so verteilt sind. Ich möchte übrigens, glaube ich, lieber Superdetective sein als Spitzenermittler. Ja, eigentlich ja, ne? Wenn ihr sich ja Vorstadt-Cops und Hobbykommissare klingt dann schon so ein bisschen nett, aber na gut. Und wie ist die Thematik denn überhaupt so eingebettet? Wann haben wir denn gewonnen? Oder woher wissen wir das denn, ob wir gewonnen haben? Also das ist ja hier nur die Kategorie, wie gut wir gewonnen haben. Genau. Woher wissen wir denn, ob wir gewonnen haben? Wir kriegen, erstmal kriegen wir natürlich 4 Fragen vorgestellt. Wir kriegen so eine Einführung, was ist so passiert. Genau, dann sehen so wir halt Fallakte hier. Die Karten mit den Beweisstücken und den Charakteren drauf, wo wir nicht genau wissen, was dahinter ist. Genau. Und dann kriegen wir halt da 4 Fragen gestellt, die wir halt beantworten sollen. Und 3 davon müssen wir richtig beantworten, um den Fall überhaupt zu lösen. Das ist schon mal ganz nett, dass man nicht alles beantworten muss. Wenn wir halt 2 falsch beantworten, haben wir es nicht geschafft, dann haben wir einfach verloren. Und ihr könnt halt beim Spiel dann irgendwann sagen, so, wir loggen jetzt ein, wir wissen letztendlich, wie das Ganze zu Ende gehen sein soll. Man kann sich das irgendwie aufschreiben oder merken. Und dann nimmt man eine 2. von diesen Akten hier, öffnet sie und da ist dann die ganze Story schnell drauf geschrieben. Das ist jetzt quasi kein Buch, was man dann liest, sondern es sind wirklich nur so ein paar Zeilen hier. Da erfährt man dann die ganze Geschichte und kann damit dann überprüfen, ob man die Fragen richtig gelöst hat und kann dann eventuell sich die Punkte geben. Ja. Und ich habe das gespielt, ich habe es bekommen und habe es solo gespielt. Dachte, ich guck das mal an, interessiert mich. Irgendwie, ne, Weihnachten gerade viel Stress, alle Leute viel zu tun, aber ich wollte das irgendwie ausführen, auch vielleicht schon Content dazu machen, hat jetzt ein bisschen länger gedauert und habe es solo gespielt und es war bei mir so, dass ich, ne, habe diese ganzen Karten da und ich habe mir dann diese Karten angeguckt, okay, weiß ich ein bisschen was, nächste Karte, okay, macht keinen Sinn, okay, nächste Karte, nächste, irgendwie dann auch, bis ich dann nur noch so 10 Karten da liegen hatte, wo ich auch dachte so, pff, das macht alles so
gar keinen Sinn, weiß nicht. Ahnung. Ich habe so ein paar Theorien, aber irgendwie auch komisch und habe dann, glaube ich, sogar noch mir ein paar mehr Karten angeguckt, mir dann die Lösung angeguckt, dachte so, okay, ja, hätte man vielleicht drauf kommen können. Dann habe ich noch den zweiten Fall gespielt, auch wieder solo, wo es auch so völlig abstrus war und ich auch am Ende dachte, in welcher Welt soll man darauf kommen? Und da habe ich auch gesagt, ja, vielleicht ja doch mit mehr Leuten, wenn man das ein bisschen diskutiert. Ich habe es dann bei Montag mit Markus gespielt und dann war es halt so, nicht nur einfach so Karte angucken, keine Ahnung weiter, sondern Karte aufdecken, drüber diskutieren, gemeinsam, was waren da vorher, nochmal gucken und dann auch so ein bisschen mehr Ideen spinnen, als ich das jetzt alleine getan habe. Und dann war es auch einfach gut und toll und wir haben den Fall dann auch wirklich gelöst. Das war so meine Erfahrung mit dem Spiel. Wie war es bei dir? Und wir haben zu viert gespielt. Ne? Zu viert kannst du natürlich mit allen dann auch gleich drüber sprechen und die Fälle sind natürlich totale Einsteigerfälle. Ne? Sie dauern ja auch nur so ein paar Minuten und das ist natürlich sowieso schwierig. Es soll ein interessanter Fall sein, der irgendwie nicht sofort ersichtlich ist. Und er soll trotzdem halt in 20 Minuten zu lösen sein. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich total widersprüchlich. Ne? Also Detective-Fälle, da braucht man manchmal 4-5 Stunden für dran. Ne? Und auch die, sagt man manchmal, ist ja Hanebüchen und an den Hahn herangezogen. Genau, ne? Was ja meine Erfahrung so ein bisschen erklärt, dass das alles so ein bisschen schwammig bleibt und nicht so ganz eindeutig ist, weil du halt irgendwie schon auch wenig Material hast, dass du schnell durchgehst, aber dann immer noch so Sachen hast, wo du drüber diskutieren Und das sollst. Ist halt meistens wie so ein Rätsel aufgebaut, dass man halt von diesen 30 Karten und wie viel auch immer pro Fall da sind, das sind ein paar mehr, dass man da natürlich 25 überhaupt gar nicht braucht, die nur so die Charaktere ein bisschen beschreiben, das Szenario ein bisschen beschreiben, natürlich auch falsche Fährten einlegen und dass ein paar Karten Hinweise haben, ein paar deutliche und ein paar haben nur sehr, sehr genaue Hinweise. Ne? Genau. So wie, ah, da hätte ich drauf gucken müssen, ne? Da ist eine kleine Vase mit einer Rose drin oder sonst. Habe ich nicht genau hingeguckt. Oder ach ja, sie hatte ja erzählt, dass sie immer von 8 bis um 9 Yoga hat. Jetzt hat sie auf einmal erzählt, sie war um 8 Uhr morgens schon zum Frühstücken da. Wie funktioniert das denn? Ne? Also das sind die einzelnen kleinen Hinweise und damit löst man das dann auch. Ne? Und das ist wirklich so, es ist wie ein Rätsel, wo man halt auf genau die gewissen Punkte kommen muss. Wir hatten zu viert die ersten zwei Fälle auch nicht gelöst. Ja, wir hatten andere Theorien. Den dritten, den dritten hatten wir gelöst. Vielleicht spricht das auch für die Qualität der Fälle. Wir fanden bei der zweiten irgendwie auch am Anfang so, okay, das war ja irgendwie auch jetzt nicht so verständlich, die Lösung da. Aber jetzt gerade eben haben wir es nochmal durchgeschaut. Man hätte schon auch drauf kommen können, ne, mit gewissen Geschichten, wo man einfach schon mal wissen sollte, man kann es nicht immer mit voller Punktzahl schaffen. Nee. Es gibt halt nur ein paar von diesen Karten, die die Lösung dann quasi einem verraten. Und wenn die in diesem Raster, was ja zufällig aufgebaut ist, ganz oben sind, dann kriegt man die natürlich nicht. Und dann habt ihr am Anfang die ersten Karten gezogen und habt keine Ahnung davon. Richtig, wir sind also gerade auch mal durchgegangen. Wir haben den Fall nochmal gespielt, mir ist so lange her. Ich wusste noch so grob, aber wer der Mörder war, wusste ich jetzt auch nicht mehr, oder Mörderin. Und wir sind das dann durchgegangen, haben diesen Fall gespielt. Dann habe ich zu Flo gesagt, komm, sortier mal alle Karten raus, die 10 Stück, weil am Ende dürfen ja 10 von 40 Karten da liegen, und dann hat man es am besten geschafft. Sortier mal alle Karten raus von den Dings, die braucht man wirklich für den Fall, ohne geht's nicht zu lösen, und dann gehen wir mal die Karten durch, gucken uns durch, können wir damit den Fall so lösen, wie er gelöst werden soll, und es geht einfach nicht. Wenn genau die wichtigen Karten dann oben liegen und man sagt, ich will die perfekte Lösung haben, weil manche sind so ehrgeizig, ich ja generell auch, dann kann man es einfach nicht lösen. Es egal, wie man spinnt, egal, was man diskutiert, auf zwei von diesen Fragen kriegt man einfach keinen Antwort. Ich habe wirklich viele Ideen, auch ohne jetzt so nur mit Wissen, dass ich aus dem Spiel raus habe. Es geht einfach nicht. Und das findest du wahrscheinlich nicht so gut. Ich finde das wiederum vollkommen in Ordnung bei so kleinen Spielen, die halt einfach da eine Glückskomponente mit drin hat, weil diese Glückskomponente bringt dann halt die Spannung. Genau. Ne? Also das ist halt das Kuriose, aber eine Glückskomponente bringt hier halt einfach eine Spannung, wo man einfach da sagen muss, habt ihr die Karten schlecht oder zufällig falsch hingelegt, ja, falsch im Sinne von Pech gehabt, dann kriegt ihr wahrscheinlich wenig Punkte. Habt ihr viele guten Karten am Anfang, könnt ihr nachher sagen, boah, Wahnsinn, wir haben es ganz schnell gelöst. Genau. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass einfach die Karten mit den ganzen unsinnigen Informationen einfach hinten sind. Also ich finde, diese Skala hinten ist auf jeden Fall gut, auch wenn man es nicht mit 10, das ist halt ein bisschen, wo man jetzt sagen kann, okay, ich kann es in 10 Karten nicht perfekt lösen, ist doof gemacht. Es ist aber auch in der Hinsicht gut, weil ansonsten würde beim Spiel schnell die Gefahr bestehen, ich gucke mir einfach alle Karten an und dann löse ich. Und dann wäre es auch irgendwie doof, witzlos, reizlos, warum gibt es so diese Mechanik, wenn ich mir alles angucken kann. Von daher ist das schon gut, man muss halt irgendwann lernen, man kann es wahrscheinlich nicht perfekt schaffen, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, je nachdem, wie die Karten liegen, kommen natürlich die ganzen wichtigen Karten am Anfang, kann man schon sagen, okay, wir machen jetzt Stopp, wir haben es, und das ist halt zufällig, weil die Karten nicht geordnet sind. Sie haben noch einen zweiten Mechanismus eingebaut, neben dem Zufall, und zwar das Auswendiglernen, also merken Sachen. Ne? Man darf immer nur 3 Karten offen haben, das heißt, man kann nicht ständig immer alles wieder miteinander vergleichen, vor allem natürlich bei den Beweisen, wo man Fotos davon sieht. Man muss manche Sachen in Erinnerung haben, und das gibt es ja bei anderen Modellen, die ihr davon kennt, die sowas ähnliches haben. Sherlock zum Beispiel hat das ja auch, wo du auch nicht alle Sachen hast, und dadurch entsteht natürlich wieder eine Unsicherheit, die aber nichts mit Zufall zu tun hat oder Glück, sondern wirklich daran, was hast du. Genau. Ne? Und das finde ich auch wieder ganz spannend, dass sie das mit eingebaut haben. Da hast du es natürlich alleine viel schwerer.
als wenn du es zu viert machst. Ich würde es spannender finden, wenn es bedeuten würde, wenn ich alles da liegen habe, dann kann ich es auf jeden Fall lösen. Dann würde ich sagen, okay, das ist eine coole Mechanik, dass ich mir so ein bisschen Sachen merken muss. Wenn es aber so ist, wie es ja gerade, dass wir alles durchgegangen sind, alles hingelegt haben, festgestellt haben, okay, selbst in dem ganzen Wissen, das wir da haben, machen manche Sachen keinen Sinn. Ja. Oder du kannst es mit den 10 Karten, nur 10 Karten überlassen, willst es gar nicht schaffen. Dann ist es halt so eine Mechanik, wo ich mich so ein bisschen frage, muss das sein? Ja, das ist dann halt wieder so eine Geschichte. Manchmal gibt es halt, wir haben schon die richtige Lösung gerade gehabt bei dem Fall, aber nicht zu 100%. Und ich glaube, das haben diese Fälle auch wieder, weil wenn du eine 100% Lösung hättest, dann kann es ja sein, wenn die Kombination an Karten wieder schlecht liegt und du hast die ersten 5 Karten sind die 100% Hinweise. Ne? Ja, dann hast du es einfach und dann ist der Spielspaß ja vorbei. Also daher sind diese Fälle immer mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Interpretationsgrad wahrscheinlich. Genau. Und das ist so die dritte Mechanik, die muss einem auch gefallen. Man muss auch sagen, es ist jetzt so, dass es, also der Fall natürlich manchmal mit den Haaren vorbeigezogen, manchmal ein bisschen übertrieben. Bei dem einen sagen wir auch, ja, ob da die Motivation jetzt wirklich so ist, ne, oder ob da die Auswirkung auch irgendwie dann so wie erhofft rüberkommen, aber das ist ja noch was anderes. Also bei den Fällen muss man sagen, also es sind ja 3 Fälle drin, sie dauern nur irgendwie 20 Minuten, 4 € pro Fall, zahlt er 12 € für. Ein Fall fand ich absolut hanebrüchen. Das ist so, wenn man sich das durchdenkt, kann man denken, okay, das funktioniert exakt 3 Minuten, dann ist es vorbei, dann klappt das einfach nicht. Der andere Fall war gut, den haben wir dann auch alle gut gelöst, in allen Konstellationen, die ich kenne. Und der andere, noch ein Fall, der war halt so, okay, den kann man, wenn man da alles kennt, schon ganz gut lösen. Ich fand sie gut genug, dass man alle 3 Fälle an einem Abend durchspielen wollte. Genau. Und ich finde die Serie spannend, weil es halt natürlich ab und zu mal so das gibt. Ach Mensch, wir wollen noch einen kleinen Krimi-Fall lösen. Und dann denkst du dir, ja, aber ein Krimi-Fall, ne? Holen wir jetzt so einen Hidden Games-Fall raus. Oder machen wir irgendwie was Großes auch auf. Das dauert ja dann 1, 2, 3 Stunden. Wir müssen Zettel rausholen, wir müssen aufschreiben und sowas. Da haben dann manche Leute einfach keinen. Das. Und musst du halt wirklich viel diskutieren. Ja, das ist die 6-Sekunden-Kritzelei quasi als Krimi-Fall. Also hier ist das Diskutieren eingebaut, genau, weil halt viele Sachen manchmal keinen Sinn machen. Du bei vielen überlegen musst, warum haben wir jetzt diese Info? Was bedeutet das? Eigentlich hat alles irgendwie schon so ein bisschen eine Relevanz. Ja, manches mehr, manches aber weniger. Das ist schon schön, wenn so ein Fall zumindest hergibt, dass du darüber diskutierst. Genau, das ist halt das Positive. Und darum auch nicht solo spielen. Ich würde es eher mit mehr Leuten spielen. Ja. Und was ich auf jeden Fall redaktionell noch anmerken muss, dass diese Skala ist halt so ein bisschen ein Problem, weil man will halt das mit 10 Karten schaffen. Und so, ich bin jemand, der ist ja so ehrgeizig. Und wenn ich merke, das geht nicht, denke ich mir, doof. Okay, dann, ich will das jetzt aber trotzdem geschafft haben. Ich habe eine Theorie, die sich einfach aus dem, was da liegt, ergibt. Und ich denke mir, das Spiel muss so aufgebaut sein, dass ich es auch mit, wenn da 10 Karten über sind, ich es in jeder Konstellation eigentlich schaffen können sollte. Ist so meine Grundannahme. Mhm. Da hätte ich mir gewünscht, das noch als Tipp, das würde ich jetzt auch in folgenden Partien immer machen, das gibt es auch manche Spiele, wo das so ist, dass man sagt, okay, schreibt euch bei 10 Karten eure Theorien auf, schreibt euch 4 Antworten auf die 4 Fragen auf, zu jeder Antwort eine, und dann könnt ihr lösen, wenn ihr wollt. Ne, aber ich würde normalerweise sagen, okay, ich habe jetzt 10 Karten, ich habe das eingeloggt, jetzt will ich wissen, stimmt es oder stimmt es nicht. Dann würde ich halt die Lösung lesen, würde sagen, macht ja gar keinen Sinn. Dass man sagt, okay, schreibt euch das auf und dann macht ihr weiter. Dann könnt ihr halt die nächste Kategorie nehmen, bis da noch 6 Karten liegen, schreibt euch dann wieder eure Antworten auf, spielt dann, bis da nur noch eine Karte liegt, schreibt euch dann eure Antworten auf, guckt euch die letzte Karte an. Und also optional, das muss man nicht so machen, aber dass das einfach so eine Idee ist, die man gleich vor der ersten Partie hat, weil das würde ich viel besser finden, weil dann sieht man schon, okay, da macht das Sinn. Das, bei Suspects ist das ja so. Mhm. Und das glaube ich, ab der Hälfte des Spiels auch schon einloggen kann. Das ist ja nur ein Text in der Regel reinzuschreiben. Genau, und 2 Sätze mehr. Genau, und das Aufschreiben, da kannst du ja wirklich, Stift und Papier musst du nicht mehr beilegen. Also daher, ne? Also das wäre so mein Tipp, um die Serie noch ein bisschen, also einfach besser zu machen. Und das verhindert halt einfach genau diesen Frust, dass du denkst, okay, ich will es jetzt schaffen, ich hab's gelöst, machst du auf und denkst, nee, hat alles nicht geklappt. Ja, aber jetzt, ne, das ist wie so ein Kreuzworträtsel, wo du halt nachgucken musst und dann in dem Moment, wo du nachguckt hast, kannst du es nicht mehr weiterlösen. Ne? Genau. Also daher, das wäre so mein redaktioneller Wunsch an das Ding, aber alles in allem, wie gesagt, so preis-leistungsmäßig, für eine große Gruppe von, hier steht drauf, 1 bis 6 Spieler. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das zu 6 spielen würde. Also solo auf jeden Fall nicht. Mit 6 geht's, glaube ich. 2 bis 4. 2 bis 4. Also auf jeden Fall diskutieren, immer zu zweit spielen. Und es hat bei euch ja scheinbar auch zu viert gespielt. Und wie ihr meint es auch, in einer Runde, wo jetzt nicht alle so die riesen Krimi-Fans waren. Genau, richtig. Ja, also das darum, Einsteigerrunde für Krimispiele auf jeden Fall. Genau. Ne? Und ich glaube, das ist ja heute so ein kleines Spiel, da muss das Video nicht stundenlang werden. Von daher haben wir, glaube ich, alles zu dem Spiel gesagt, was man dazu sagen kann. Vielleicht kommt es noch was Neues raus zu Unterschock vom Moses Verlag. Wäre interessant, würden wir ausprobieren. Ne, 3 Fälle, 3 Morde, 1 Team. Das sind wir von Matthias Spahn. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr das Spiel auch schon gespielt habt, schreibt uns gerne eure Erfahrungsberichte drunter. Dann sagen wir bis bald. Und tschüss. Tschüss.